Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, willkommen zum ersten Bürgermeister-Update im Jahr 2023. Der ein oder andere von Ihnen konnte hoffentlich beim Neujahrsempfang dabei sein oder hat ihn sich im Nachgang als Stream angeschaut, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal, wo er auch nach wie vor noch verfügbar ist. Dort gab es ja dann eine kleine Revue, was die vergangenen Jahre, auch während der Corona-Pandemie, wo wir keinen Rückblick, Ausblick geben konnten, passiert ist, aber natürlich auch, welche Projekte im Jahr 2023 vor uns stehen. Hier bietet sich auch an, heute Abend die Gemeinderatssitzung zu verfolgen. 7. Februar soll der Haushaltsplan beschlossen werden und bei dieser Sitzung ist es auch so, dass die Gemeinderatsfraktionen ihre Haushaltsreden halten werden. Dort bekommt man auch die Schwerpunkte dann mit, was die einzelnen Fraktionen setzen, welche Anträge sie auch gestellt haben und was sie grundsätzlich so zu diesen Projekten, die wir für dieses Jahr geplant haben, für eine Meinung haben. Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie, wo das Geld zukünftig investiert werden wird. Nach dem Neujahrsempfang gab es den Rathaussturm. Die Narren haben vermeintlich die Macht im Rathaus übernommen, aber Sie sehen, so wirklich mit der Arbeit haben sie nicht begonnen, sondern haben es uns weiter überlassen, hier für Hemmingen tätig zu sein, was wir auch gerne tun. Ein Projekt, was zwischenzeitlich umgesetzt werden konnte, sind die sogenannten dynamischen Fahrgastinformationen. An einigen unserer Bushaltestellen, wie auch an der Strohgäubahn, gibt es jetzt Displays, wo Sie dann in Echtzeit darüber informiert werden, wann Bus und Bahn kommen und mit welcher Verbindung Sie dann in die unterschiedlichen Richtungen dann fahren können. Eine Verbesserung auch für Sie im Ausbau unseres öffentlichen Personennahverkehrs. Der eine oder andere von Ihnen hat sich auch schon gefragt, was das für eine große Tiefbaumaßnahme ist, wenn man nach Heimerdingen fährt. Es handelt sich um unsere Hauptleitung der Wasserversorgung. Dort im Wald ist der Hochbehälter, wo das Wasser vom Wasserwerk im Strudelbachtal zusammen auch mit den Leitungen der Landeswasserversorgung zusammengeführt wird, dort auch gemischt wird, wenn eben das Eigenwasser nicht ausreicht. Und hier war es jetzt notwendig, um tatsächlich auch die Versorgungssicherheit beim Wasser für Hemmingen aufrechtzuerhalten, zwei neue Leitungen zu legen. Hier werden wir dann auch auf Sie zukommen. Es wird einmal eine Nacht geben, wo wir diese alte Leitung abklemmen und die neue Leitung dann zusammenschweißen. Da kann es dann mal sein, dass es kurzfristig zu Ausfällen in der Wasserversorgung kommt. Wir werden Sie aber rechtzeitig noch darüber informieren. Ansonsten bleibt mir bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen zu sagen. Diesmal ein kürzeres Update. Sobald es wieder Neuigkeiten gibt, melden wir uns wieder über diesen Kanal.